der sah doch genau so aus, nur halt eben mit dem Kostüm an. Geht nicht mit der Leertaste, ich muss sie hier anklicken. So, und jetzt soll ich den hier rumführen. Mal gucken. Also bisher sehe ich noch nicht ganz so viel. Das wirst du nicht mehr brauchen. Probier doch mal aus, was der maskierte Magier gesagt hat. Bin doch dabei. Führe die Münze doch schon rum. Achso, muss ich das wieder anklicken? Vielleicht hier lang? Nee, da geht er einfach lang, okay. Ob das jetzt... Was jetzt? Der Rabe ist nicht mehr da. Was? Ich sehe ihn doch noch. Der ist sicher nicht einfach so weggeflogen. Vielleicht bin ich ja doch schon ganz woanders. Das heißt vielleicht, dass die Münze funktioniert. Hä? Ich sehe ihn da immer noch. Moment, hier ich gehe da mal. Könnte mal durch. Sein. Hä? Hier lang könnte sein. Bin ein bisschen irritiert, weil er ja noch da sitzt. Ah, okay, jetzt ist er weg. Bin ich hier richtig? Vielleicht hier lang? Hä? Irgendwie verwirrt mich das gerade ein bisschen. Vielleicht hier lang? Oh Mann, ich hab das jetzt vielleicht... Also ich soll diese Münze im Raum durch rumführen. Was erhoffen wir uns da zu sehen? Hier schlägt die, glaube ich, besonders aus, oder? Vielleicht ist es dieser Weg. Bin ich hier richtig? Ich glaube, da hat die gerade besonders ausgeschlagen. Im Verhältnis? Ja, doch, genau. Hier lang? Könnte sein. Bin ich hier richtig? Okay, gucken wir nochmal. Ja, da lang? Vielleicht hier lang? Aha, so haben wir es geschafft. Das muss die Lichtung sein. Die Lichtung des ersten Baumes. Ich sehe, ein Freiwilliger will Teil dieser magischen Vorstellung werden. Applaus, meine Damen und Herren! Das müssen die Träumenden sein. Der Bann zieht sie hierher. Okay. Ja, wir stellen uns einfach mal auf die Bühne. Ein Freiwilliger, meine Damen und Herren. Ich habe mit meiner Hellsicht in dein Herz geblickt. Er hat dich geschickt. Ein Kind. Jeremia, ich war einst wie du. Dann habe ich der grausamen Realität ins Auge geblickt. Den Tatsachen. Ich bin erwachsen geworden, als er mich ausgesperrt hat aus diesen unglaublichen Welten. Doch in unserer Welt gibt es keinen Platz für Magie. Ganz egal, wie gut du bist. Dort kannst du unmöglich Erfolg haben. Aber das hat er dir sicher nicht gesagt. Nichts ist unmöglich. Nur für ihn. Das wirst du bald merken. Er hätte dich nicht schicken dürfen. Er wird seinen Fehler schnell bemerken. Vielleicht wird seine Trauer um dich größer sein als um mich. Genau, was ist das eigentlich für eine lahme Vorstellung? Eine lahme Vorstellung. Jo, gib ihm! Du musst viel lernen. Das Publikum. Es liebt nur mich. Ha 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 ha
genug Zeit verschwendet. Und nun, meine Damen und Herren, ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Jerry, kannst du mich hören? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Macht ist nicht stark genug, um Zaros Bannzauber lange zu durchbrechen. Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarovs Geisternägel haben die Seele des ersten Baumes verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie. Gib dich nicht der Furcht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben. Darfst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Du musst aufgeben. Du musst aufgeben. Wo bin ich? Ich bin wohl eingeschlafen. Der faule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! Und so einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrileg. Plato. Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Welcher Wicht wagt es, die Waldesruhe zu stören? Quakte die Kröte ärgerlich. Sie macht es ganz und gar nicht, wenn man sie weckt. Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald. Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt, eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu wollen. Ich sollte sie mal ansprechen. Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme. Eine sehr gute Idee. Der kleine dumme Jerry ist völlig verwirrt. Meinst du, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke? Na, wird das Ende wieder so typisch Daedalic, dass jetzt auf einmal Freunde müssen einander helfen. Zwei große Felsen. Sehr krass wird. Die natürlich viel zu schwer für Hühnerbrust Jerry waren. Ha, dir zeige ich's. Siehste? Mama hatte recht. Die Milch macht's. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Was der Schalter wohl macht? Okay, wir gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Er macht Licht. Ah, ein Lichtschalter macht Licht. Überraschend. Okay, wir kriegen das jetzt alles hier hin. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meine Rat was ist denn das? Wir lesen das erstmal sieht das ja Skript. Aus wie ein Skript. Im Bann des Zarov, erster Akt. Der kleine dumme Jerry? Ich bin doch nicht dumm. Gehasst von allen Waldbewohnern. Nein, das ist nicht wahr. Immer nur am Nerven und Schnurren. Gar nicht. Endlich zertrampelt von der bösen Felsenkröte. Wer schreibt denn sowas Gemeines? Was für eine Heususe. Nichts ist so, wie es scheint. Du musst aufgeben. Die Geisternägel verdunkeln die Seele des ersten Baumes. Gib einfach auf, die Echsen.
Hurra für Zaroff! Ich muss Zaroff aufhalten. Jawohl, und genau das machen wir. Oh, Jerry! Verdammt! Wir schauen uns hier um, wir kriegen das hin. Wir wollen hier raus. Guten Tag, Luminanz Beleuchtungsservice, wie kann ich Ihnen helfen? Ein guter Freund von mir würde gerne mal wieder im Rampenlicht stehen. Wer ist denn der Glückliche? Eine große Kröte. Hier auf der Bühne. Sehr schön. Wie ich sehe, eine wirklich gewaltige Aufgabe, den Herren ganz auszuleuchten. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Oh, jetzt habe ich irgendwas aus Versehen ausgelöst. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meine Rampenlicht schenke? Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Nagel. Der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Die Felsenkröte ist im Weg. Ich muss mir was einfallen lassen. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Na, gucken, ob das was hilft. Sie lässt mich nicht an sich ran. Okay, Moment, das probieren wir das nochmal. Einander helfen. Hallo? Einmal Rampenlicht kommt sofort. Oh, die sitzen aber fest. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Die sitzen zu fest. Ich muss mir was anderes überlegen. Ein Wunder, dass die Kröte überhaupt atmen kann, mit den Zetteln an den Nasenlöchern. Die Poster sind echt grässlich. Sagte der dumme Junge, der sein Weltraum-Oktopus-Bild aus der ersten Klasse für ganz große Kunst. Hey, ich hab eine 4- darauf bekommen. Okay, was haben wir noch? Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Die brauche ich gar nicht viel erzählen, das tut mir leid, aber es ist halt schwierig, weil die labern hier eben die ganze Zeit. Die Dornenbüsche sind im Weg. Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Ihre Spitzigkeit machten dem ohnehin schon feigen Jungen eine Heidenangst. Spitzigkeit? Nein, der Dornenbusch hat zu spitze Dornen. Na, Schlappe. Hey, komm doch hoch und schlapp du dich durchs Gestrüpp. Ha, wusste ich's doch. Das finde ich aber ganz lustig, ehrlich gesagt. Okay. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder, sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Aha. Ich werde dich zerquetschen. Sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was? Aber so war das doch gar nicht. So, okay, dann haben wir jetzt hier die Struktur. Das sind ja riesige Kastanien. Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Seriously? Okay, probieren wir es eben aus. Hallo? Dann machen wir noch mal kurz Licht. Und dann... Oh oh, die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Das ist bestimmt nicht angenehm. Achoo! So, die Poster sind ab. Mein Geist klärt sich. Ich war bereit, dich zu zerquetschen.
Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Oh, der spricht immer so langsam. Ich kehre nun heim. An den Strom der Zeit. Viel Spaß am Strom der Zeit, mein großer Freund. Ist euch das nicht gut genug? So, dann nehmen wir jetzt mal das den Nagel. Ist doch. Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Nagel. Der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Das bringt nichts. Okay, da sitzt wohl zu fest. Was haben wir noch? Okay, Zarov selbst können wir auch gar nicht anklicken. Dann machen wir erstmal hier Plato. Plato, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was sagst du, Jerry? Du willst mein Fahrrad ausleihen? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Er würde sich das Fahrrad einfach nehmen, wenn sein Freund schlief. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Soll ich das etwa sein? Na, was glaubst du denn? Guck, ein bisschen psychopathisch, der Kleine. Okay, wir können den aber nicht umschmeißen oder irgendwie sowas, wie es aussieht. Natürlich habe ich das nicht so gewollt. Kein Ton zum Mitnehmen. Okay, was können wir denn noch machen? Der dumme Junge hatte... Also warf er sie einfach zum Fenster raus. Okay. Also hier können wir nichts mehr machen. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Okay, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Übel, Skript und den Nagel letztendlich noch. Das ist doch der... Das bringt nichts. Und warum nicht? Wahrscheinlich zu fest oder so. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Können wir das vielleicht so machen? Natürlich. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Okay, leider nicht. Ich glaube. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Wie kriegen wir den denn jetzt ab? Warum mit Nagel? Ich will keine Plakate kleben. Das Teil tragen wir auch schon seit Anfang an des Spiels mit uns rum irgendwie. Da passe ich besser gut drauf auf. Okay, hilft alles nichts. Freunde müssen einander helfen. Was soll ich denn tun? Plato, tut mir leid, aber mein... Und an mich? So, da vielleicht... Ne, den kriegen wir auch so nicht weg. Pappkamerad. Oh mein Gott. Vielleicht hiermit. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Das ist doch die Idee. Jerry, wo warst du denn? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt man nicht. Okay, also haben wir das geschafft. Cool. Gar nicht so schwer eigentlich, aber manchmal denkt man ja viel zu kompliziert.